Wir waren aus Berlin geflohen, wir waren ausgebombt. Meine Mutter und wir Kinder hatten keine Wohnung mehr und wurden aufgenommen auf dem Gut Heinersdorf in der Mark Brandenburg, der Schwester meines Großvaters Stülpnagel, und wohnten dort. Und unser Vater besuchte uns dort. Und ich weiß aus den Erzählungen meiner Mutter, dass er schon angedeutet hatte, sollte er von der Gestapo und der SS gefasst werden, dann wäre er darauf vorbereitet, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, weil er fest entschlossen war, der Folter zu entgehen, um auch seine Freunde dann nicht zu verraten. Es war ja schon längstens bekannt, dass diejenigen, die von den Nationalsozialisten eingesperrt worden waren, bei den Verhören auch schweren Folterungen ausgesetzt waren. Insoweit war mein Vater leider, muss man heute sagen, mental auf das, was er dann tat, vorbereitet. Es spitzte sich dann dramatisch zu. Am 7. November, ich erwähnte es schon, wurde er aus Berlin angerufen mit den Worten: Voss, passen Sie auf, Ihre Kommandierung nach Frankreich als Chef eines Armeekorps, als Chef des Stabes eines Armeekorps ist rückgängig gemacht. Das ist in der militärischen Karriere der Offiziere in der damaligen Zeit ein ungewöhnlicher Vorgang gewesen. Und offenbar schloss daraus mein Vater, jetzt haben Sie mich. Und er hat meiner Mutter dann gesagt, jetzt ist alles aus. Und zur Überraschung meiner Mutter hat er sich dann, und sie hat ein Leben lang darunter gelitten, am 8. November in Heinersdorf entschlossen, sich mit einem Pistolenschuss im Gartengelände dieses Gutes sein Leben zu beenden. Er war nicht sofort tot, sondern ist dann von meiner Mutter und einigen Menschen des Gutsbezirkes gefunden worden und in ihren Armen gestorben. Bedingt durch diese grauenhaften Umstände sind wir Kinder sofort aus dem Hause entfernt worden und in das nächste Nachbargut geschickt worden, damit wir die Umstände nicht miterleben, die da passiert sind. Und in dem jugendlichen Alter von, meine Schwester war 6 Jahre alt, ich war 5 Jahre alt und mein kleiner, erst 1943 geborener Bruder war ja noch mehr oder weniger ein Baby. Also insoweit gingen die Geschehnisse weitgehend an uns vorbei. Natürlich dann nicht in den nächsten darauf folgenden Tagen, weil dann der Tod des Vaters ja bedingt durch seine Beerdigung nicht mehr zu verbergen war. Die Folgen dieser Erlebnisse prägten sich dann später aus.